Hallo und herzlich willkommen zum Eurotruck Simulator ohne Patch. Wir sind immer noch auf derselben Route, Gott sei Dank. Ich hatte es ja extra ausgestellt, aber es kam auch kein Patch. So dass wir hier jetzt wahrscheinlich heute endlich unsere Tour beenden können. Und vielleicht einen zweiten LKW kaufen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, wir gucken nochmal, wo wir sind. Wir sind hier kurz vor Liverpool, wo wir hin müssen. Juhu, bei Manchester. Und gehen dann auch gleich, denn wir wollen diese Tour ja nun beenden, mal direkt ins Geschehen. Ich beame mich rein mit einem schwarzen Bildschirm und schmeiß die Maschine mal an. Wir haben immer noch Dingens hier drauf. Auflieger. Ist natürlich auch toll, Auflieger 500 Millionen Kilometer durch die Gegend zu fahren, aber so ist das halt. Und äumeln hier jetzt Richtung Liverpool, um den Mist wegzubringen. Mist ist natürlich ein bisschen übertrieben. Bin ein bisschen wackelig am Lenkrad heute. Ich weiß auch nicht warum, aber egal. So, hier können wir 97 km/h fahren. Warum auch immer. Was auch immer das heißen soll. Umgerechnet wahrscheinlich, weiß ich nicht. Naja, das sind Meilen, aber... frag mich nicht. Ich weiß nicht, warum man hier so lang schnell fahren darf. Was soll's, wir fahren einfach. So, wir müssen nach Liverpool. Das heißt, wir müssen hier auch rüber. Da ist gerade keiner neben uns, oder? Ich habe einen Schulterblick vergessen. Was soll's. So, was gibt's Neues? Nicht viel, muss ich sagen. Spiele. Ich bin nur noch im Witcher spielen. Privat. Privat. Ist jetzt auch nicht geschäftlich hier. Und ja. Mein Gott. Muss man mal machen, ne? Kann man tun. Was soll's. So what, sage ich da. So what. Geiles Spiel auf jeden Fall. DLCs habe ich mir jetzt auch gekauft, sodass ich da eine Menge Spielzeit... oh, was haben wir denn da? Was haben wir da oben? Habe ich jetzt nicht gesehen. Waren das Flugzeuge? Waren das Vögel? War das Superman? Ich weiß es nicht. Oben am Bildschirmrand, da ist auch noch ein Vögel. Was sind denn das? So viele Flugzeuge können es ja nicht sein. UFOs? Sind wir hier mitten in einer UFO-Invasion? Man weiß es nicht. Ja, ansonsten, was ist, was definitiv jetzt passiert, ne, nächste Woche, ne, diese Woche, Entschuldigung, bei euch diese Woche, der Warcraft-Film, ne? Also, ich bin mal gespannt, wie der so wird. Ich meine, welcher Gamer kennt Warcraft nicht? Jetzt mal ehrlich. Also, selbst die Simulator-Fans kennen Warcraft ja wohl. So dass das eigentlich jeder kennt, der irgendwo auch nur ein bisschen was mit Spielen zu tun hat. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Das heißt, da bin ich ein bisschen gespannt drauf und hoffe, dass das gut wird. Werden wir natürlich angucken. Wer würde ihn nicht gucken? Einmal Bescheid sagen. Der wird dann gesteinigt. Es gehört zur Pflicht eines Gamers einfach. Was ich lustig finde, habe ich bei GameStar gehört, dass Uwe Boll sich mal für, kennt jemand Uwe Boll übrigens, schlechtester Regisseur ever für Spiel und verfilmt immer irgendwelche Spiele. Also jetzt meine Meinung, ne? oh, ich war viel zu schnell. Und fahre jemanden rein. Na, hat nicht gezählt, war wahrscheinlich zu langsam. So, auf jeden Fall hat er nachgefragt, ob er Regie führen darf beim Warcraft-Film. Hat Blizzard gesagt, nee, tut mir leid, ein schlechter Film würde das Franchise zerstören. Whatever. Also muss ja was heißen. Also ich habe auch irgendwie keinen guten Film von ihm überhaupt gesehen. Blood Rain, Wing Commander und diese ganzen Filme, die einfach nur gruselig waren. Lass mich da mal durch, bitte. Muss hier gleich abbiegen. Oh, hier ist 30. So, mal langsam fahren hier in Liverpool. Wir sind doch gleich da, mein Gott. Hier müssen wir noch nicht rein. Ich bin völlig, bin aufgeregt. Wir kriegen gleich Geld. Können uns dann vielleicht ein erster Aufenthalt in Liverpool. Yay. Erster Aufenthalt in Liverpool. Ach, wir fahren hier wieder mit dem Kreisel. Das heißt, wir müssen hier auch gleich wieder raus. Und dann müssen wir wahrscheinlich hier rauf, oder was? Ja, tatsächlich. Dann machen wir das doch mal. Oh, ein bisschen schnell. So, ah, da hinten müssen wir rauf. Da haben wir aber ein bisschen Platz, um tatsächlich rückwärts zu drücken, würde ich sagen. So, das heißt, hier mal ein bisschen... ah, rum. Komm schon. Müssen uns jetzt einfach versuchen, hier mal so gerade hinzustellen.
Nicht ganz. Halt. Nee. Hä? Warum? Was macht denn der da? So, jetzt aber. Jetzt rum, mein Freund. Jetzt rum. Nee, noch weiter. Noch weiter. So. Und andersrum. Müssen wir hier mal ein bisschen mit Spiegel fahren. Kurz. So, jetzt müsste er gerade rum. Ich muss kurz ein bisschen Konzentration. Ah. Nein, nicht. Ah, halt. Ah, puh, jetzt habe ich voll die falsche Richtung gedrückt, weil ich in den Spiegel geguckt habe. Seht ihr? Aber jetzt aber rückwärts einfach. So, jetzt hier einfach gerade zurückkommen. Jetzt muss er doch langsam mal grün werden. Alles klar. Bamsen! Auflieger gelöst. Wir sind gefahren. 693 Kilometer. 30 Stunden, 35 Minuten. Haben 343 Liter Kraftstoff verbraucht. Und haben ein halbes Level gemacht fast. Na, ein Drittel Level. So. Haben 21.000 Euro gekriegt und gucken jetzt einfach mal, was sagt denn... Erstmal, halt, stopp. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Werden wir definitiv erstmal die Stadt erkunden und uns anschließend einen neuen Auftrag holen, um zurück nach Deutschland zu fahren. Und dann werden wir irgendwo einkaufen müssen. Online können wir ja, glaube ich, noch nicht kaufen. Ne? Ich fahre jetzt mal hier lang. Da ist ein Fragezeichen. Ich fahre falsch. Upsala. Müssen wir eben hier kurz rüber. Oh Gott. So. Hallo. Sorry. Ich komme von, weiß ich nicht wo. Gut, dass da jetzt keiner von gegenüber kam. Saugeil, muss ich sagen. Grandios. Was kann man das hier? Kann man reparieren? Ach, hier sind wieder Kreisel. Wo muss ich denn hin? Ich muss da hinten hin. Also ich muss einmal komplett durch den Kreisel durch. Alter, der macht aber, der macht Fahrt, ne? Muss ich sagen, der geht ab hier. So, wir müssen hier raus. Blinken wir mal. Und hier kann man, hat er genommen. Aber mehr ist hier auch nicht, ne? Das heißt, hier ist nur eine Firma. Ach, wir können bei Trameri Brüdern, können wir hier mal reinfahren wieder. Und uns da mal einen Auftrag holen einfach. Gucken, was die so haben. Nach Deutschland. Nach Deutschland weg. Müssen wir ja einfach machen. Hier kann ich jetzt kein LKW kaufen. Ich kann mal gucken, ob ich online kaufen kann, aber ich glaube nicht. So, mal gucken, wo die Trameri-Brüder sind. Da kann man pennen. Das möchte ich aber nicht. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht schlafen gehen. So, hier müssen wir gleich rein irgendwo. Ach, hier, die haben ja immer diese komischen... Diese gemauerten Einfahrten, hätte ich beinahe gesagt, hier, wo man nicht wieder rauskommt. Oh, mal sehen, was die haben, ne? Also. Nach Brüssel und nach Aberdeen. Ja, dann nehmen wir mal Brüssel, wa? Geht ja nicht anders, würde ich sagen. Weil wir müssen irgendwie wieder rüber. Gut, ich würde sagen, den nehmen wir mal an und gucken gleich mal ganz kurz nebenbei, ob wir hier, wo ist denn das hier, eigener LKW, LKW-Händler. Wir kaufen Scania. Scania, online kaufen. Kann ich noch nicht. Irgendwann kann ich online kaufen? Kann ich überhaupt irgendwo online kaufen? Nö. Voll doof. Was soll's. Na gut. Also, war es das noch nicht mit dem neuen, Dingens. Wir müssen hier erstmal einen Auflieger holen. Den Tanker da. Tanker. Ich fahre ja nicht mit dem Schiff hier. So. Jetzt sind wir völlig von Uwe Boll weggekommen. Und wollen hier tatsächlich arbeiten oder sowas. So. Einmal festmachen. Rutscht ein bisschen. Egal. So, und ab geht's nach Hause. Richtung zu Hause erstmal. Erstmal nach Bruxelles. Einmal in Brüssel müssen wir ja auch so, hier mal raus. Gucken, ob keiner kommt. Mal gucken.
Das ist ein bisschen doof, hier rauszukommen, muss ich sagen. So, also wieder on the road again. Das ist Wahnsinn. Da baust die Mais kein Verbot. Da baust die Mais. Da beißt die Maus, wollte ich sagen. Da baust die Mais. So, wir müssen nach rechts. Kann ich endlich wieder hier auf der richtigen Seite fahren, wenn wir rüber sind. So. Was geht denn? Was geht denn hier? Komm. Zieh durch. Grün. Oh, hab Blinker ausgemacht. Geht gar nicht. Ja, also Warcraft-Film, ne? Schließen wir jetzt ab das Thema und fahren jetzt hier mal hart Richtung Brüssel. Alles andere, Stellaris zum Beispiel, wollte ich testen. Habe ich dann doch noch nicht gemacht. War ja auch wenig Zeit, muss man sagen, ne? Kommt hier was? Nö. Ziehen wir durch. Da ziehen wir durch hier. Komm. Einfach mit Speed. Mit Speed. Durch den Kreisel. Einfach mal durch. Dann wieder auf die Autobahn zurück. Tschüss, Liverpool. War nett. Hier hätten wir mal Jürgen besuchen können, ne? Jürgen Klopp. So. Hier. Tempomat an. Achso. Jetzt ist 80. Ich verstehe diese Temperatur. Diese ich bin heute ein bisschen verwirrt. Verwirrt am Wochenende. So. Wir müssen da hinten auf die Autobahn drauf. Das schaffen wir definitiv noch. Bevor wir dann wahrscheinlich die Folge, oh Gott, beenden müssen. Aus Zeitgründen, wie man so schön sagt. So, wir donnern jetzt hier mal mit 78 Kümme durch die Landschaft, durch England, auf der falschen Seite. Also nicht auf der richtigen Seite, aber naja. Ja, ansonsten sind Spiele im Moment noch nicht so rausgekommen, glaube ich, oder? Lass mich kurz überlegen. Doom. Doom ist rausgekommen. Sehr interessant, aber ich glaube, ich bin zu alt dafür. Ist mir zu schnell. Da kriege ich einen Kollaps oder so. Das geht nicht. Ich bin ja lieber für low and slow, ne? Also nicht nur beim Grillen, sondern auch beim Spielen. Schön low and slow. So, wir müssen hier mal ein bisschen abbremsen, aber ich hoffe mal, ich nehme mal hier die, den Speed mit. Jawohl, das hat gut geklappt. Und müssen dann auch gleich wieder runter, oder was hier? Meine Fresse, was ist das für ein kurioser Scheiß hier? Richtung Manchester natürlich wieder, ja. Nicht nach Chalice, nicht nach Glasgow, sondern nach Manchester. Aber da hinten ist auch die Welt zu Ende, sehe ich gerade. Da ist eine gelbe Straße, die im Nichts endet. Das heißt, wir fahren hier nochmal runter, um dann wieder Richtung Grenze fahren zu können. Dann eben durch die, wahrscheinlich wieder über die Fähre. Das gucken wir gleich nochmal. Junge, meine Fresse. Ach so. Hier auf der Autobahn ist 100 für die LKWs. Ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. So. Wir versuchen jetzt hier mal wieder mit, ein bisschen mit der Geschwindigkeit auszurollen. Auto ist nicht neben mir. Da kann ich ein bisschen ausholen und hier mal ein bisschen Speed auf die Abfahrt geben. Hier blitzt ja auch keiner. Ach nee, da geht's doch weiter. Da geht nur die gelbe Bahn geht weg, oder was? So, da haben wir mal ein bisschen Geschwindigkeit drauf gehabt. So, und dann gucken wir uns gleich mal kurz an, wo wir lang müssen. Erstmal muss ich darüber. Und dann geht's los. Also, los geht's jetzt schon. Ah, ich hätte schlafen müssen. Verdammt, wobei ich muss sowieso schlafen. 16 Stunden Fahrt. Das geht nicht anders. So, dann fahren wir hier mal weiter jetzt hier. Ich komme eh nicht auf 97. Das ist schwierig, würde ich sagen. Schwierig. Ich weiß noch nicht, wo wir hin müssen. Wir müssen wahrscheinlich in der Mitte, ne? Ich gucke mir mal ganz kurz die Route an. So, wir fahren an Manchester vorbei. Nicht Richtung Manchester, genau. Dann fahren wir hier irgendwo runter mit der Fähre rüber. Schade, ich hätte gerne Eurotunnel benutzt. Hier dann wieder mit der Fähre nach Rotterdam. Mhm. Und dann nach Brüssel, okay. Alles klar. Das heißt, wir müssen Richtung Sheffield fahren. Wo war das jetzt hier? Mitte wahrscheinlich, ne? Also nicht Richtung Manchester. Nach Manchester. Newcastle. Oh, was fahrt ihr denn hier so langsam, Mensch? Hier einmal mal hupen. So. Muss ich tatsächlich gucken. Ich finde H. Ich fand H hier gerade nicht wieder hoch. So. Also wir müssen Richtung Sheffield. Newcastle, sehr leckeres Bier auch. Kann man gut trinken. Oh, hier wird geblitzt.
Da muss ich mal langsam fahren. Natürlich, ne? Es wird geblitzt und schön die Geschwindigkeit mal hier reduziert. Ja, inzwischen übrigens auch auf der A2 Abstandsmessung, ne? Nach den vielen LKW-Unfällen. In diesem Sinne. Ne? Weiß ja Bescheid. So, was ganz anderes. Ich sehe schon, 15 Minuten sind rum. Die Folge ist vorbei. Das heißt, wir fahren hier jetzt nochmal an der Abfahrt vorbei und werden dann da bei dem gelben Schild. Wieso ist jetzt 60? Ich verstehe diese komischen Dinger nicht. Auch mal eine Pause machen. Müssen. Würde ich sagen. Oder fahren wir da runter, machen wir es ganz offiziell. Fahren wir hier auf den... Komm, wir machen das mal wieder ganz offiziell und fahren mal hier auf den Hof. Das wollte ich immer mal wieder gemacht haben, ne? In Richtung Services. So. Ab geht's hier. Schlafen wir dann? Nee, noch nicht. Schlafen bei der nächsten. Gelegenheit. Werden auf jeden Fall hier jetzt kurz an der Seite parken. Einfach mal hier hinter. So. Sehr schön. Oh, nicht schön, aber selten, sag ich da, ne? Fahren wir noch ein Stück zurück. Oh. Halt. Ich will hier ein bisschen... Bisschen gerade will ich ihn ziehen. So. Alles klar. Und dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, ne, wie immer, Daumen hoch und Kuchen da lassen und Kommentare da lassen. Gerne auch den Kanal abonnieren und weiter sagen, dass ich existiere, einfach nur aus Spaß. In diesem Sinne würde ich sagen, wir speichern nochmal den aktuellen Spielstand hier in unbekannter Spielstand, unbenannter Spielstand 1. Und ich sage Tschüss.